Mein Name ist Robin, Robin Nostradamus, und meine Mission ist quasi, Franz zu klatschen. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, einen Wettkampf auszutragen. Es wird quasi eine richtige Schlacht. Das ist hier richtig wie Krieg. Diesen Samstag auf jeden Fall wird es 15 Uhr scharf gehen, 24 Stunden. Wird im großen Stil gegeneinander gefochten in der langen Nacht der schlechten Browser-Games. Ich denke, uns ist allen bewusst, dass bei gewissen Leuten der Zenit einfach überschritten ist und dass es da jetzt mal Zeit wird für was Neues, ne? Für frischen Wind, so. Ja, eine junge Brise. Das hat sich auch die Community gewünscht, das ist ein Ziel jetzt gewesen. 1000 Follorinos, Nostarafikis wurden erreicht und deswegen geht es da jetzt steil. Unterbrochen und aufgelockert wird dieses Event dann immer mit kleinen Challenges zwischendurch, die dann in der wirklichen Welt passieren. Vorbereitung ist die halbe Miete, wissen wir alle. Ne? Wie ich ihn einschätze, wird er sich wahrscheinlich nicht vorbereiten. Hält er nicht für nötig. Ne? Also ich habe da einen strikten Ernährungsplan mir aufgestellt und auch einen Trainingsplan. Ich mache jetzt seit Wochen Nahkampf-Yoga zum Beispiel. Ich habe mir jetzt ein bisschen Glas dahin gemacht, einfach so als zusätzliche Herausforderung, also tickig. Während sich jetzt die Mädels am Empfangsgerät erstmal wieder einen Schlüpfer trocken wischen müssen, mache ich weiter mit meinem Training. Ein bisschen so Pull-Up-Push-Up-mäßig, bisschen Cardio. CrossFit. Meistens nachts bin ich hergekommen, habe halt trainiert, damit das nicht merkt, so, habe halt ein paar Übungen gemacht. Wenn ich ihm dann auch körperlich überlegen bin und durch diesen Aufbau auch meinen Geist wieder stärke, dann kann ich die paar Jahre, die er da wenig hat, einfach durch meine Erfahrung wieder wettmachen. Mhm. Was war das nochmal? Pull-Up-Push-Up? Pull-Up-Push-Up. Pull-Up-Push-Up, ja, kennen Sie. Ja. Wenn man dann hier, wenn man so den so hoch, so. Wenn man Muskel anspannt. Muskeln, ja. Also unsere zwischenmenschliche Beziehung ist eigentlich schon immer sehr angespannt, weil auch wenn er sich als Fan getarnt hat, ich bin mir sicher, dass er von Anfang an ein Hater war. Wie oft trage ich dem seine Einkäufe hoch? Weil er sagt, nee, irgendwie zieht's gerade im Rücken. Ich habe seine unterschwellige, bösartige Kritik immer gemerkt. Computerspiel, ne? Das ist doch komplettes Neuland für den, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Aber ich habe mir das natürlich nicht anmerken lassen. Der Mann steht halt vor der Kamera, ne? Aber hinter der Kamera, zwei linke Daumen, ja, das ist ein Kompliment. Und hab den Spieß einfach umgedreht. Der ist ja schon teilweise überfordert, wenn er hier rechts vier hat und dann links noch so einen Knüppel bedienen muss. Hab dann den Longhorn-Plan gemacht, quasi so von langer Hand geplant, dass ich einfach mit ihm zusammenziehe, um ihn dann im entscheidenden Moment von innen heraus zu zerstören. Und das wird diesen Samstag passieren. Ich habe schon gesehen, wie PCs sich runtergefahren haben. Nur wegen der Anwesenheit, ja? Ja, also an die Community muss ich ganz klar richten, lasst euch nicht blenden. Ihr wisst, ich war schon immer da, der Franz hat sich hier nur eingeschlichen. Leute, passt auf, lasst euch halt nicht von so einem verschmitzten Grinsen irgendwie irreführen. Der Mann ist alt. Und das wird er morgen auch erleben. Nee, wann ist das? Ja. Ja. Er wird es auf jeden Fall erleben. Also schaltet ein, wenn ihr sehen wollt. Die Rentner zerklatscht werden.